Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Welt Sierra Nueva. Und es geht... Ui, der Helikopter ist heute anders. Sorry, so muss ich ganz kurz aufpassen. Nein, es ist eine weitere Folge. Aber wer vielleicht bisher den Folgentitel, die Folgenlänge gesehen hat und sich wundert, das ist ein bisschen komisch. Ja, wir fahren jetzt heute die finalen Rennen. Und wer fährt damit? Das sind Spatboy, Letney, Aaron und Kuro. Hallo. Hallo. Wir haben die Crew wieder versammelt und jetzt geht's eben in die finalen Rennen rein. Sollte da jemand sagen, irgendwie will doch noch nicht gespoilert werden, dann ist er jetzt zu spät. Das erste Rennen haben wir euch gespoilert. Hiermit. Aber der muss dann abschalten und halt später nochmal reinschauen. An alle anderen, schön, dass ihr dabei seid, eben. Hier geht's mit. Wer sich wundert, ja, sie fahren ja alle das gleiche Auto, aber wann haben sie das gewonnen? Sorry. Das ist eng. Das ist so, hier für die finalen Rennen, da werden die Autos für einen ausgesucht. Entsprechend geht's jetzt gegen Rami. Ich hätte fast den Reaper abgeräumt. Der Helikopter hat jetzt Neonlichter. Denke ich interessant, kann man den Hubschrauber abräumen im Rennen? Ja, wahrscheinlich nicht. Das wird wie mit den Tieren sein. Kannst du einfach nicht treffen. Die weichen aus. Wer kennt das nicht? Heute Biologie mit René, das Helikoptertier. Ich hab gesagt, das ist wie mit den Tieren. Meinst du wie mit den Bienchen und Blümchen? Oder andere Tiere? Erklär's doch mal, wie das was mit den Bienchen und den Blümchen gemeint ist, Lorenz. Also, Bienen haben auch Hunger. Und manchmal... Bienen haben auch Hunger. Und wo bekommen sie ihr Futter her? Von den Blumen. Und so wie der Helikopter hier gerade über uns fliegt, fliegen Bienen über eine Wiese. Und wie der Helikopter seinen Scheinwerfer auf uns richtet, richtet die Biene ihren Blick auf die Blumen. Und durch die Farben der Blumen erkennt die Biene, ob da noch Nektar drinnen ist. Entsprechend fliegt sie dann die Blüte an, holt sich ihr Futter. Und so wie der Helikopter uns verfolgt. Der Helikopterpilot macht seinen Job und verdient so seine Brötchen. So ist das mit den Bienchen und Blümchen gemeint. Das ist die schlechteste... Hast du es sehr gut erklärt, Lorenz. Ich bin ganz stolz auf dich. Darf ich das jetzt zweideutig nehmen oder ist das falsch? Eventuell. Uwe, erklär uns doch mal, wie man das zweideutig nehmen könnte. Ach, echt? Ja, Guru, ich bin gespannt, jetzt will ich's wissen. Erzähl. Nee, komm. Lorenz, seine Variante war schon die richtige für eine Aufnahme. Wir wunderbar ins Finale. Nein, Mann. Hier steht Win All Grid Reapers Horizon Rally Events. 7 von 8. Also, gibt's noch ein Grid Reaper Event? Entschuldigung uns schon mal, wir haben gerade 23.17 Uhr, also wir sind auch fertig. Gut, aber wir haben, wer sich erinnert, zuerst die Grid Reaper Events auch gefahren. Als nächstes kamen dann die Raptoren dran. Und sprechen würde ich sagen, machen wir auch mit dem Finale-Event weiter. Das sind ja alle beisammen. Auf ins Raptor Race. Und eins Rennen, René, weil du es als Rennen und nicht als Rally-Event gestartet hast, fiel mir noch, um Grid Reapers Rally Champion abgeschlossen zu haben. Das ist jetzt unten links angepinkt. Au. Oh. Ja, das könnte möglich sein. Aber, Aaron, eigentlich ist die Uhrzeit nicht ausschlaggebend. Doch, bei uns schon. Um die Uhrzeit sind wir alle noch verblödet. Also, oder es beginnt so zwischen 9 und 10, dass wir noch dümmer werden, als wir es eh schon sind. Wann stehst du morgens auf, Aaron? Um 7. Ich würde sagen, da beginnt das. Ja, eigentlich ja. Man muss dazu sagen, ich arbeite dann bis um 5 und es wird auch während der Zeit nicht besser. Warum hat er ein schnelleres Auto als wir?
Weil wir einfach besser sind, müssen uns irgendwie balancen. Ja, balancen. KI muss halt cheaten. Geht nicht anders. Wir haben auch das coolere Auto, ne? Ja, natürlich. Definitiv das coolere Auto. Come on, school coach. Danke fürs Anschieben, Bubu. Ja, es hat auf einmal Endgerüst. Das ist ja toll. Mhm. Wollen wir Wetten abschließen, wie lange René noch auf dem zweiten Platz bleibt? Nicht lange. Ja, wenn ich ja... Ja, aber nee, eigentlich nicht, weil ich mich dafür weggedreht habe. Aaron, cool. Du willst dich hier schön durch die Wüste fahren. Voll ein. Erster Gang und Knallgas. Gib ihm. Hilft's. Und dann. Alex, aber los, die. Oh Gott. Don't worry, Paul. I'm saving the replay. Oh, in der Steinbruch geht's auch ein. Come on! Let me what you've got! Ja, das ist auch eigentlich der Strecke so. Aber wie? Dann kann man natürlich nicht besprechen, die sind gut. Mhm. Oh, Esel. Esel? Da sind gerade Esel über die Strecke gelaufen. Ich hab keinen gesehen. Mehrere Esel. Direkt in deinem Grill oder was? Vielleicht! Ja, natürlich, all you can eat. Boah, ihr seid so viel besser aufgekommen. Also, und wer? Warm, und haben wir das auch das zweite Event abgeschlossen, also hier, wenn wir das gemeinsam fahren. Gar kein Problem. Was kann die KI eigentlich? Nicht irgendwas gewinnt schon mal. Ne. Nee. René, ich würde es jetzt zu laut sagen. Aaron, du bist hinter mir, ne? Ja, warum? Eventuell, weil du einfach schlecht bist. Aber nicht von mir. Du hast dich mit Kuro abgeschossen. Nein, Kuro hat mich abgeschossen. Nee. Das war... Also, hallo, blame das nicht und blame das aufs Ghosting des Films von Forza. Take the keys to the RZR Pro XP. You earned them. Der Punkt geht an Forza, nicht an mich. RZR auch noch freigespielt. Also, well, I'm very happy you won it. Na dann. Fehlt. Ein letztes Rennen, sollte man meinen. Dann haben wir alle, die auf der Karte sichtbar sind, abgeschlossen. Das nächste Rennen, ich wollte gerade sagen, sollte ja eigentlich auf der Straße gehen bei Alejandra. Das ist ja die Straßenqueen. Aber Map zeigt Querfeld einen an. Mal schauen, was uns da jetzt tatsächlich erwartet. Die Apex Run. Ein Haus. Was? Ich hab grad ein Haus abgeräumt. Oh, schön. Das kann man nicht kaputt machen. Das müssen sie zu Horizon 6 unbedingt ändern. Dass man auch durch die Häuser durch kann. Geschwindigkeit dürfte das gehen essen. Mit dem richtigen Haus, so ein Unimod? Da macht so ein Lächelte nix mehr.
Also ich persönlich hätte ganz gern die Gurka wieder. Oh ja, doch. Ah, kommt irgendwann und wird als neu präsentiert. Bayer-Jockey. Warte mal, ich finde die Kuh hinten auf dem Auto echt gut. Ja, jetzt erst. Jetzt sind wir aber stärker als er. Ja, waren wir im ersten von den drei Rennen auch schon. Also. Echt? Boah. Ja. Ganz echt. Boah, der geht vorwärts, hat der Allrad drin? Nö. Krass, ja. Haben die alle Jobs fast den Eck antrieb? Ja, normalerweise schon, aber. Oh, sorry. Vielleicht liegt es an der Launch Control? Kann auch sein. Da wird eine harte Landung. Aua. Ein bisschen. Ich hab quasi ein Faceplant gemacht. Wer war denn? Alter, was? Bendy? Hey, Alex! Ich war's nicht! I'm on the road, I'm right behind you! Sorry, Aaron, sorry, das Mann. War ich! Sorry, das genau. War ich! Tut mir leid, Aaron. Butters, aber Move, hat, wie der sich. Alles klar ist da hinten. Ich glaube, die hat dich gemeint. Better cut some corner. Hütchen. Oh ja, das muss ich aber immer sagen, wenn der Hütchen ist. Um wieder auf die wichtigen Themen des Lebens zurückzukommen. René, was machen wir eigentlich, wenn eine Biene sich als Blümchen identifiziert? Dann stellt die Biene sich zu den Blumen und ist eine Blume. Okay. Sehr gut. Wir müssen die Meinung der Blumen und der Bienen akzeptieren. Ich finde, das ist was ein Sprung. Boah, das ist geil. Wow. Der Sprung ist. Mhm. Also sie haben sich hier schon echt was ausgedacht, muss man mal sagen. Hält kaputt. Hält kaputt gemacht. Ja. Ach, tolles Auto. Tolles Auto. Boah, ganz einfacher Sieg, würde ich mal wieder sagen. Ja, und das war's dann mit der Folge. Letztes Rennen ist ein Spaß. Bleibt dran, nicht abschalten. Keine Sorge. Nee, ich wollte gerade sagen, habe ich irgendwas verpennt? Rallyfan in Sierra Nueva. But everyone knows this is between the Horizon Raptors, Apex Predators, Grit Reapers and you. Okay, Goliath. Ein letztes Rennen. Steht jetzt an. Wir haben schon gespoilert bekommen, ein kleines bisschen. Bei mir ist das Blaue und das Gelbe noch gesperrt. Wir haben schon ein bisschen gespoilert bekommen. Das ist jetzt alles drinnen. Und wir haben uns für Finale was super Besonderes ausgedacht. Ich glaube, das wurde davon keinem Rennspiel jemals so gemacht. Wir dürfen jeder, jetzt kommt's, haltet euch fest. Wir dürfen jeder unser eigenes Auto fahren. Wow. Krass, das ist ja etwas ganz Neues. Geeinigt, dass wir in die S1 Rallye Monster Klasse gehen.
Aber man kann auch nur Rallye-Monster fahren. Ja, deswegen. Ist doch perfekt. Ah, nice. Und dann ist eins Rallye-Monster. Weil ich es nehmen würde dann da. Ein Auto am besten. Ich habe zwei zur Auswahl, aber ich habe eindeutig einen Favoriten. Ich würde mal so sagen, so ein Drittel Straße rechts, rechts ist relativ offroad. Ja. Wow, du hättest jetzt vielleicht noch warten können, bis wir alle so weit ein Auto gesucht haben. Ja, es gibt nie viel Auswahl. Das kriegt ihr schon hin. Ich habe vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Joining Session. Da. Wer sich jetzt fragt, was ich hier zu einem Auto fahre und ihr das auch fahren wollt, genau das Auto steht unten auch in der Tuningsliste drin. Von daher da auch ruhig gerne mal vorbeigucken. Ui, man kann schon bunte Auswahl, nur einen hat auch Porsche genommen. Ein anderer. Ich mag kleine Autoauswahl. Hört ihr den Magi auch? Ja, das ist ein tolles Auto. Funktioniert einfach. I have to admit, I've been watching as many Horizon Raptors and Great Reapers events as my own. You two can seriously run. Ah, okay, die Straße gefällt mir nicht. The only advantage of running events at night is that I get to watch every Apex Predators race. Die Offroad-Reifen drauf. Sorry, ich wollte noch einen Kopfhörer bekommen. Naja, einfach reingestochen. René, hau die Bremsen rein. Nee, nee, Lorenz hat gerade reingestochen. Ja, aber davor. Aua. War ein Stein. Gut, dass Kuro gerade geghostet wurde. Meine Porsche hat auch irgendwie so Special-Reifen drauf, die halt wirklich super griffig sind auf dem Asphalt. Und halt auch dort dann auch funktionieren. Genau, die. Ich hab halt diese Hardcore-Reifen. Okay. Haben die hunigen Autos auch? Die viele drauf? Ja, die hunigen Autos haben auch diese speziellen Rallye-Reifen. Hier auf der gerade Straße Ultragriff am Unter auf dem Off-Road funktionieren. Die Fahrzeuge schon Porsche. Ich glaube, der Puma auch, aber. Hätten wir auch wer? Den Racing Puma? Anscheinend nicht. Den Racing Puma. Ja. Er hat vorsichtig einen Reifen, also. Ah, den fährt jetzt niemand, oder? Sein wie der Porsche. Wir könnten gerne wieder von der Straße runter. Irgendwann, sicherlich. Da, hier. Das ungeschehen. Ein großer langer Sprung. Das war ein Stein, schon wieder. Ich hab den Felsen mitgenommen, wahrscheinlich. Wer hätte gedacht, dass Cutten in einem Canyon eine gute Idee ist? Es ist aber nur diese eine Stelle. Es wird aber auch nicht angesagt, don't cut, also. Aber jetzt muss ich mal ehrlich eins sagen. Wer hat es für eine gute Idee gehalten, ein tolles neues Rallye-Konzept reinzubringen und dann fürs finale Rennen nur ein normales Rennen zu machen? Naja, aber wenn man das DLC so im großen Ganzen sieht, ist es eigentlich echt gut. Ja, definitiv schon, aber. Komm, es heißt nicht immer ums Finale. Also was Finalwürdiges haben, jetzt haben wir halt ein normales, längeres Rennen. So.
hinterlässt. Das dann für einen Nachgeschmack. Warum ist denn in der Ideallinie einfach mal so ein Sprung? Weil, ist halt so. Okay. Ja, yeah, nochmal durch die Mine durch. Ein bisschen weiter links springen, so als Empfehlung. Rechts sind dann feste Wände. Ja, René, du sollst dich mal nicht überschlagen. Was? Guck mal, nicht? Ob wir auf zwei Rädern fahren können. So. Bahntest, Beabsicht. Ey, hab ich einfach mal was. Ich hab tatsächlich zu viel gegriffen. Wie Profi innen dran vorbeigefahren. In die Wüste muss ich dann auch nochmal gehen. Auf jeden Fall werden die Autos gut dreckig, ne? Mhm. Ich frage mich ja tatsächlich, was ist sozusagen das Feature, was sie ins nächste Horizon mit übernehmen, weil es ist ja immer so, dass sie irgendwie ein größeres technisches Feature testen in den Expansions. In Horizon 2 war es, glaube ich, Wetter oder so? Nee. Vielleicht ja, doch, ist mit ja, doch, da war es ja blöd was morgen mit dem Schnee und so. Ja, Horizon 2 mit dem Dreck für Motorsport. Jetzt gehe ich von Horizon zu Horizon. Horizon 2 hatten wir die Storm Island. Was war das? So wahrscheinlich so ein bisschen Offroad. Wie das funktioniert oder so. Nein, im großen Plan. Aber dann tatsächlich Horizon 3, Blizzard Mountain, Schnee. Und Horizon 4 war es Fortune Island. Genau. Und mit den Lichtern. Nee, was das Feature, das halt mit reingekommen ist, was tatsächlich im Basisspiel von Horizon 4 noch nicht war, was im Expansion war, was wir jetzt in Horizon 5 Special haben, ist, dass auf der Map unabhängig vom Ort das Wetter unterschiedlich sein kann. Heißt, da konnte es auf der einen Seite der Map schon anfangen zu regnen, während es auf der anderen halt noch trocken war, und das haben wir in Horizon 5 auch auf der Main Map bekommen. So ein technisches Ding wird da getestet. Und ich habe das Gefühl, was ich jetzt sage, was neu ist, was wir auf der Main Map von Horizon 5 nicht haben, was definitiv cool fände, wenn sie das verformbare Terrain, was sie haben, die Spuren bleiben drinnen und machen auch anscheinend eine Auswirkung auf wie fährt sich das Auto im Sand, wenn sie das so in Horizon 6 mit übernehmen würden. Aber gut, ganz viele Theorien haben hier ist das Ziel. Ja, und direkt, ne? Das meine ich ja im Dreck, dass da das verformbar ist, dass du Spuren reinziehen kannst, die dann auch bleiben, die. So wie ich es verstanden habe aus den Streams, die Forza gebracht hat, dass die auch drin bleiben und fahrerische Auswirkungen haben tatsächlich. Ich würde sagen, wir beenden die Folge noch nicht. Ich habe noch eine Sache, die ich ja machen würde mit euch. Eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind. Was? Ja. Hä? Ja, weil es da kein offizielles Rennen drauf gibt. Aber. Was denn? Wir haben ja gestern was Abend? Weiß ich nicht. Einen Plan? Vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Werden wir gleich sehen. Da. Wir können noch eine Katze sehen. Aber auch nur so ein: Hey, du hast gewonnen. Was für ein Wunder. Team Horizon. I like it. I like it too, Superstar. It's not bad, but let me explain why I think Grid Reapers is better. Rami. Grid Reapers ist definitiv besser als Horizon. Da stimme ich zu. All right,
Mighty! Now the competition's over and the pressure's off, you can go do all the remaining rally challenges just for fun. Keep an eye on the festival playlist too. Ja, und dann haben wir es geschafft. Bad Lightning abholen. Sind wir tatsächlich durch? Ja, überraschend. Was hast du noch? Hast du nicht noch was? Ja, genau. Jetzt alle einmal in den Peel setzen. Was? In den Peel? Ja. In einen Stockpeel oder was? Ja, ja. Und warum? Peel für 50. Let's go. Wenn es da so eine Strecke gibt, die bei alle anderen Autos einfach zu klein ist. Da porten sich alle mal zum Bike-Track. Da machen wir jetzt eine Runde Bike-Track müssen wir noch fahren im Spiel. Wo ist das denn? Ist sogar eingezeichnet. Ja, nee. Aber mit dem Spiel könnten wir niemand fahren, was schneller ist. Nein. Motorrad? Ich roll hier gerade mit dem Spiel runter. Und Buggy oder sowas? Ah, nein. Das ist ein bisschen sass hier. Das müssen wir noch, dass wir genug Zeit haben für eine Abmattung und alles. Das wäre die für diese vielleicht finale Folge, vielleicht nicht finale Folge. Lasst euch da überraschen, ob noch was kommt. Dass wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit haben. Kuro, Gas aus, danke. Aber das schaffst du. Nicht viel noch. Wo bist du, Lorenz? Ich stehe zwischen Kuro und dir. Ah, okay. Der Letni. Ja. Ich sehe dich noch seit hier. Komm auf der kleinen Strecke da. Ja. Fünktest. Könnt ihr aufhören, Gas zu geben? Der Pil hört sich nicht so das schön an. Wunderbar. Oh ne, in random. Da. Ich drück grad Bremse und Handbremse, dich roll. Komm, Letni. Ich komm nicht mehr hoch. Da. Schaffst du. Weil jetzt sind jetzt zwei Wände. Ja, ist so. Ist jetzt so. Wir wollen mitfahren. Einmal entscheiden, Letni, und dann gibt's das finale Rennen von der Expansion. Wir sagen, wir fahren los. In 3. Ich kann kein Auto nicht rein. 3, 2, 1, go. Oh, der Renner ist schnell. Wow. Oh Gott. Ui. Da sind noch Drugs. Nee, nicht berühren, aber es ist zu langsam für. Ist mir egal, ich brauch die Drogen. Oh Gott, ein Stück Holz. Ja, gut, habt ihr irgendwelche abschließende Worte für die heutige? Vielleicht für die letzte Folge zu sagen. Also, es hat mir gefallen. Ja, ich bin begeistert von der Expansion. Es hat mir gefallen, das Let's Play hier mit euch. Das Thema war tatsächlich besser, als man es sich durch Forza erhofft hat. Es waren ja doch einige Leute auch am Anfang so ein bisschen enttäuscht, dass jetzt keine große neue Stadt mit reinkommt. Also, natürlich. Wäre cool gewesen, aber ich glaube, vielleicht ist es jetzt mal hart aufgespielt. Ich glaube, wir kriegen hier schon was ganz Cooles mit hin. Also, Marty auf der Map geben. Lasst euch einfach überraschen. Man kann hier alles Vollgas fahren. mal in den dritten zurück. In den zweiten zurück. Hole wieder auf! Die Bike-Strecke ist toll. Gefällt mir. Weil es funktioniert halt sogar mit Yield relativ gut. Ja gut, von dem her würde ich sagen, ist glaube ich jetzt grob mal alles dazu gesagt zur Expansion. Ist eine coole Expansion, natürlich nicht immer 100% das, was man sich wünscht. Aber auch andere Sachen können wirklich gut funktionieren, können Spaß machen. Ich hoffe, ihr hattet da beim Zuschauen jetzt auch gut Spaß. Und wer sagt, er hat noch nicht genug von der Expansion bekommen oder er will noch mehr normales Forza irgendwie sehen, er kann ja mal Like, Abo dalassen, das hilft unseren Kanälen. Warum sage ich unsere Kanälen? Wer es immer noch nicht gecheckt hat, in der Beschreibung sind auch die Links zu den anderen Sichten. Hilft uns nämlich ziemlich weiter. Und dann lasst euch überraschen eben, vielleicht kommen noch normale Folgen. Vielleicht kommen wir wieder her. Vielleicht kommen wir ja wieder her, genau. Und dem her wünsche ich für heute einen schönen restlichen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.